Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Schon wieder drei verschiedene 100-Proof-Serien, Exceptional Casks, jetzt hier auf dem Tisch. UVP liegt bei 84,90 €, also doppelt der normalen Preis von der Full Proof, die bis 15 Jahre hochgehen. Und die ersten Shops haben das schon für 76 online. Wir haben hier Nummer 4, das ist ein Craig aus dem Jahr 2007, 16 Jahre alt, First Fill Oloroso Sherry Butts. Wie immer bei 100 Proof Serie ist das 57,1% Alkohol und wir haben immer der Whisky Base Nummer 259567 89. So, von daher brauche ich das nicht jedes Mal hier zu erwähnen. Oldmore gehört auch beide zu Bacardi, interessanterweise hier. 17 Jahre alt, First Fill Oloroso Sherry Butts. Und hier haben wir ein Linkwood. Linkwood ist ein bisschen special. Erst einmal Diageo-Produkt. Und es ist First Fill PX Hogsheads und Second Fill Oloroso Butts. Das ist auch 17 Jahre alt. Meine Frage des Tages an mich und an uns allen ist, wie viele Flaschen gibt es denn davon? Ich finde momentan bei Whiskey Base, zumindest bei Linkwood hier, 23 Shops, die das haben. England, Deutschland, natürlich Niederlande, Polen. Also viele verschiedene Shops haben den. Und jo, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Fässern, die da zusammenkamen. Weil das ist momentan ein toller Hit. Diese Exceptional-Serie unterstreicht, und das meine ich jetzt hier ganz bewusst, unterstreicht, wie günstig die normalen 100-Proof-Sachen sind. Ja, also 42 € häufig, also du kriegst zwei normale 100-Proofs für eine Exceptional. Und ja, der Exceptional für 84 €, sagen wir einfach 79, die meisten verkaufen es auch dafür. Ist denn dort einfach gegeben, glaube ich. Aber ich vergleiche, ich verrieche, ich verkoste, ich gebe meinen Senf dazu und es gibt eine ganze Menge von Menschen, die einfach genau das Gegenteil. Wenn ich sage, der Linkwood schmeckt am besten, dann kaufen sie den Altmore. Und wenn ich sage, der Altmore schmeckt am besten, dann siehst du, ich habe sowieso gewusst, der Linkwood ist immer besser. Und ich werde auch mit Wasser arbeiten, weil 57,1% schon viel Alkohol ist. So, unser Kregalichi. Ich mache gerne Kregalichi. Also. Interessanter vegetale Moment. Das habe ich nicht erwartet hier. Ein bisschen Erdigkeit dabei. Zucker. Vielleicht sogar Erdnüsse? Es ist merkwürdig. Oldmore. Ja, Oldmore ist hier. Ist einfach eine schöne Sherry am Produkt. Die Oloroso Sherry kommt super schön durch. Konstant. Das ist mein Begriff. Linkwood. Nochmal zurück. Ja, Oloroso. Ich versuche einen Pedro Ximénez-Moment zu bekommen. Der First Fill Pedro Ximénez, Second Fill Oloroso Butts. Kriege ich Rosine? Ein bisschen. Kriege ich hier Linkwood? Linkwood ist auch oft wie auf ein Leinwand, auf dem man wunderbar malen kann. Linkwood, Glencadam, manchmal Aaron sind einfach, Aaron hat ein bisschen mehr Biss immer. Aber Glencadam und Linkwood sind beide einfach mal, wo das Fass super schöne Momente geben kann. Und der Whisky ist da dezent im Hintergrund und unterstützt und verstärkt manche Dinge. Also eine Nase bisher ist die Reihenfolge eindeutig. Linkwood, Altmore und Craig. Wir fangen trotzdem mit der Craig Allachie an. Linkwood hat momentan bei Whiskey Base
86,7. Unser Oldmoor hat nur 85. Und der Kraggenmoor hat hier, Craigellachie, nicht Kraggenmoor. Craigellachie hat 86,5. So, 86,7, 86,5, 85. Aber nur 5 Leute haben bisher abgestimmt. Ja. Der ist merkwürdig, der Craigellachie. Irgendetwas ist da nicht ganz koscher da. Nase, 3 minus. Cheers. Ich werde mit Wasser gleich arbeiten, das sage ich euch. Hart, würzig, erdig, Herbstlaub, Zuckerbeete. Woher kommt diese? Moment, immer wieder im Norden, viele Felder Europas, Zuckerbeete, wenn im Herbst vorbeiläuft, diesen Geruch von Zuckerbeete, die geerntet wurde, aber noch nicht abtransportiert wurde. Leicht Zitrusmoment. Pfeffrig. Gut, Wasser. Ich versuche die 57,1 auf ungefähr 43 zu bringen. Und lass uns sehen, was passiert. Bleibt merkwürdig. Na, bleibt komisch. Jetzt habe ich eine kräutrige Karamellmoment mit Kellermuff. Slanche. Eindeutig trinkbar. Immer noch ein bisschen Schärfe da. Craigellachie hier und ich, wir werden da keine gute Freunde, 3 minus. Irgendwas ist nicht konform mit diesem Whisky hier. Keine Ahnung. Wenn das ein exceptional Cask sein soll, dann geht es in eine Richtung, wo ich nicht gehen möchte. Näh. Bisschen auch Bitterkeit. Okay, Jason gefällt das nicht. 3 minus. Oldmoor, ich erwarte hier Gutes und Schönes. Auch ein bisschen Zimtschnecke habe ich hier. Der ist gut. Immer noch ein bisschen Hitze. Schokoladig, karamellig. Schöne typische Oloroso-Momente. Würde ich entdecken können, dass das Outmore ist, nie im Leben. Es hätte alles Mögliche sein können an Whiskys. Also es wird zugekleistert hier mit Sherry-Momente. Ist das allerdings ein, ich sag mal, 80-Euro-Whisky? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, lass uns nochmal probieren. Wasser wurde hinzugetan. Die 50 bis 53 genau getroffen. Diese karamellige, milchschokoladige Moment trifft das gut. Absolut super schön. 2 minus, 3 plus. Bam. Würde ich 79 Euro für diese Flasche wieder bezahlen? Preis-Leistung 3. Also, nun, Jason, du kannst sagen, wo finde ich nun eine 17 Jahre alte Altmoor mit einer wahrscheinlich Vollreifung in First Fill Oloroso Sherry Butts bei 57,1%? Und ich werde sagen, nirgendwo. Aber die Frage ist, brauche ich das? Brauche ich von jeder Brennerei alle 100, keine Ahnung, 50, 60, 70 davon, die
17 Jahre alte Fassstärke Sherry-Bombe. Nein. Und das geht um diesen Geschmackserlebnis, wo ich sage, also es gab ein paar Small Batches, wo ich die lieber hätte als dieses hier, wo es exceptional außergewöhnliche Fässer sind. Aber schön längerer Nachgeschmack. 2-. Ja, gut. Und nun unser Fan-Favorite, das, was wir als Connoisseurs, Geeks und Nerds mögen am besten, Linkwood. Linkwood ist einfach ein Favorit. Diageo, Bacardi, Diageo hat diese Fässer abgegeben. Und farblich, also der dunkelste, glaube ich, hier von allen drei, die ich hier auf dem Tisch habe. Durch diese PX und durch diese Oloroso. First Fill PX Hogsheads und Second Fill Oloroso Butts. Auch 17 Jahre. Gleich auf Anhieb ein rosiniger Moment und auch gleichzeitig astringierende Holzbitterkeit. Und dann mächtige Süße und Holz-astringierend. Ach, der Altmo ist mein Liebling hier von den drei. Schön, dass ich das sagen darf. Denn die beiden werden hier wahrscheinlich am meisten denn dort tatsächlich gejagt. Und Altmoor wird wahrscheinlich, wieso? Das ist etwas, wir haben erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, wir haben ein ABC-Distillerien. A ist die, die in der vordersten Front so sind, wie ein Artbeck, wie ein Lagavulin, wie Laphroaig. B wäre für mich jetzt hier wie ein Linkwood oder ein Craig und ein C ist, oh, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehabt, Altmoor. und das ist immer wieder schön, wenn die gewinnen. Wobei der Geschmack hier am Ende ist echt richtig, richtig gut. Wie immer auf circa 53 bis 50 reduzieren und dann hier probieren. Es gab ein Set davon. Alle drei zusammen. Die waren innerhalb von wenigen Stunden jetzt hier in meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe weg. Und dann kam, ich hätte nochmal ein ganzes Set teilen können. Nicht mein Ziel dabei. Mein Ziel ist, ein Video zu drehen und die Flaschen durch WhatsApp, Flaschenteilung-Gruppe da wegzukriegen. Leer. Und die nächsten, die nächsten, die nächsten. Interessant, diese Bitterkeit bleibt. Sehr trocken, sehr estrogierend. Aber der Holz bleibt, dieser trockene Moment bleibt denn da. Da ist Vanille dabei, da ist dann sehr, sehr viel von dieser rosinige, getrocknete Pflaumenmoment. Der ist süffig, der ist schwer. Aber der ist auch ein bisschen estrogierend und bitter. Und deshalb kriegt er von mir nur ein 3+. 2-, 3+, 3-. Irgendwas mit der Kregalachie und ich, wir mögen uns nicht. Ich gebe nochmal ein ganz kleines bisschen hier rein, nachdem ich hier der Link wurde. Hier, der bleibt echt lange im Mund. Also, okay, 2-, auf einen guten Tag, 2-, 3+. Oldmoors, mehr das, was ich erwarte vom Exceptional Casks. Aber wirklich lange, schön, gut. Hier nochmal Kregalachie. Ach, ein bisschen Wasser. Ich würde gerne auf den Punkt kommen können, wo ich den Schmecken weiß, oh, das und das ist passiert. Das sind die Fässern, weil. Oder das ist der Maische, weil. Oder das ist der Destillierungsvorgang, weil. Das ist denn der Lagerung, weil. Aber bin ich nicht. Ich weiß nur, irgendetwas da stimmt nicht, aus meiner Sicht. Aber ich kann nicht sagen, weshalb und warum das gekommen ist. Das würde ich gerne eines Tages tun können, zu sagen, hey, also Fehlnote, irgendwas hier ist nicht in Ordnung. Und das ist wegen. Bom, 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 bom.
Nein, nicht meins. Gut. Meine Frage des Tages ist, wir sind schon bei, ach, einen Moment mal, ich schaue noch mal hier bei, ich habe denn das geöffnet. Bei Kirsch gibt es hier die nächsten 100 Proof Signatory Vintage Abfüllungen und wir sind schon bei, ich wollte noch mal schauen, sind wir schon bei 24? Wie viel haben wir jetzt hier? Es gab noch mal drei neue diese Woche oder letzte Woche sogar, die hier rausgekommen sind. Ich habe sie gar nicht gekauft. Also irgendwann komme ich auch nicht mehr hinterher. Das war jetzt hier die, wo sind die hier? Secret Orkney, 14 Jahre alt. Das war der Edition Nummer 23, der Glen Ord. Der 11 Jahre hat mich fast gereizt. Vielleicht nehme ich den doch. Der ist Edition 22 und der Othmore, also nee, rauche ich. Edition 21. Also 12 Jahre, 11 Jahre, 14 Jahre. Auch das Secret Orkney kriegst du mit 14 Jahren für 42 Euro. Und dann musst du 16 Jahre, musst du plötzlich das Doppelte bezahlen. 84 Euro. Und das finde ich irgendwie. Die 2 Jahre verdoppeln der Preis. Nun, das kenne ich schon von wegen, wenn ich ein 12, wenn ich auch von 12 auf 15, von 15 auf 18 oder von 18 auf 21 gehe. Der Preis von Single Malt, ich nenne einfach mal, keine Ahnung jetzt hier, was nenne ich hier? ich kann nichts nennen, wo es denn hinhaut. Also, vielleicht Glenallachie. Also von der 12 auf der 15, auf der 18, auf der 21. Jedes Mal beinahe eine Verdoppelung. Wenn ich die anderen Sachen angeschaut. Oh, Bunne 12, Bunne 15 gibt es nicht. Bunne 18 gibt es mehr als verdoppelt. Also dann da auf die. Also Springbank. Also der Verdopplungseffekt geht nicht immer ganz so auf, aber manchmal doch. So, bei 24 Signatory 100 Proofs. Mein Tipp ist immer noch, wenn du es dir leisten kannst, kauf dir eine Flasche davon. Jedes Mal, wenn drei rauskommt, such dir eine aus und stell den einfach im Regal. Ich vermute, dass Signature Vintage das nicht die nächsten 5 Jahre weitermachen wird. Wenn ich die Landschaft anschaue für Single Malt Scotch Whisky in erhöhte Trinkstärke, das heißt 50 plus, also in diesem Fall 100 Proof 57,1%, zieht keiner nach. Also niemand jetzt hier ist in der Lage zu sagen, oh okay, gut, die machen das und damit wir unser Anteil haben werden am Markt, werden wir es auch nachmachen. Keine. Ich sehe das nirgendwo. Und ich muss auch sagen, noch niemals Signature Vintage macht das selbst. Denn deren Exceptional, das sind Preise, mit denen wir hier okay umgehen können. Ja, eine 17 Jahre alte Whisky für 80 Euro in Fassstärke beinahe. Jo, das ist gut, das ist okay, da bin ich bereit auszugeben. Das gleiche Ding, 2, 3, 4 Jahre jünger, also immer noch häufig Teenie-Alter und dafür 42 Euro. Ich bin dumm, das nicht zu kaufen. Und das ist einfach dieses Dilemma, in dem ich hier momentan stecke. Ich erzähle euch das jetzt schon seit Monaten und da kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder neue Sachen. Das ist also Signature Vintage hat offenbar eine ganz große Reihe von Fässern, die sie auf den Markt schmeißen wollen. Und vielleicht machen sie es richtig, vielleicht machen sie es zu günstig, aber wir als Konsumenten profitieren häufig, hoffentlich davon. Nun, wenn ihr diese drei Whiskys anschaut, Linkwood, Altmore und Craigellachie, welche hättest du vermutet, ist euer Lieblingswhisky? Ich hätte vermutet, dass der Linkwood mir am besten schmeckt. Tat er nicht. Bei Craigellachie, unabhängig abgefüllt, die sind fast immer schwierig. Ich habe wirklich das Gefühl, Bacardi gab und gibt nur Fässer ab, die irgendwie nicht ihre Qualitätsmerkmale entsprachen. Ich habe seltenst eine gute, unabhängig abgefüllte Craigellachie gehabt. Nun, der 13., der 17., der 19., der 21., der 23-Jährige. Ah, der Originalabfüllungen von Craigellachie, himmlisch toll.
Aber die unabhängig abgefüllten oft bis zu. Aber dass mir Altmore am besten schmeckt, hätte ich vermuten können, hätte ich aber nicht getippt darauf. So, was würdet euch am besten da schmecken? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jeden Tag 17:30 Uhr sehen wir uns hier. Es lohnt sich bei meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe dabei zu sein. Dort wurden die Flaschen geteilt und es gibt eine special privilegierte Gruppe. Es das heißt Superfans. Die bezahlen 1,99 € bei YouTube, 1,19 € im Monat bei Patreon, um eine Stunde Vorsprung da zu haben bei dieser Flaschenteilung. Manche Flaschenteilungen landen gar nicht in den großen Gruppen, die gehen dann da schon weg bei den Superfans. Überleg mal, dabei zu sein. Vielen Dank, Whiskey Jason hier. Bye bye.